Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte. Ja, ich würde sagen, wir machen heute in der Folge mal ein bisschen Action. Ja, wir haben jetzt die letzten Folgen ziemlich ruhig gemacht und ich bin mal dafür, dass wir so ein paar Einsätze mehr abarbeiten in dieser Folge mal wieder, damit wir ein bisschen mehr Action haben. Wir haben ja schon einen Einsatz reinbekommen. Ich würde hier jetzt gerade einfach noch so ein, zwei Fahrzeuge hier alarmieren und dann würde ich sagen, gehen wir mit der Einsatzstufe mal ein bisschen nach oben, damit wir mal wieder eine etwas spannendere Folge haben. Da haben wir hier, glaube ich, eine schöne Abwechslung drin, genau. Ja, ich schicke hier gerade mal ein HLF hin und noch ein HLF und dann müssen wir auf jeden Fall auch die Autobahnpolizei losschicken, damit wir hier die ganze Situation ein bisschen safe bekommen. Da fangen wir mal an mit einem MTW, der hier in der Kurve mal vorwarnt. Dann würde ich sagen, ja, hier müsste man eigentlich schon die Spur dicht machen und räumen. Nach der Kurve hier direkt ist natürlich auch schwierig. Ich würde ja tatsächlich mich so in die Kurve stellen, damit wir erstmal hier eine Vollsperrung machen. Und dann sehen wir hier weiter. Ich brauche wahrscheinlich auch Rettungswagen plus NEF. Schicken wir also natürlich auch noch hierher. Das Blöde ist nur, ich kann da in dem Tunnel nicht parken. Deswegen stelle ich mich erstmal hier so hin. Und da kam auch schon der nächste Einsatz rein. Hypertensive Krise. Ich gehe mit der Einsatzstufe gerade mal nach oben. Mal gucken, ob ich es einigermaßen gewuppt bekomme. Weil wir mit allen möglichen Spielen, also auf Schlimm 7 plus Atemschutzlogik an. Kann sein, dass ich hier heute dann ein bisschen ins Schwitzen komme. Aber das sehen wir dann. So. Aber ich gehe mit der Einsatzstufe langsam nach oben. Langsam nach oben. Und maximal 3, würde ich sagen. Ja, maximal 3. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht. So, ich höre schon die Feuerwehr, aber ich glaube, die ist noch ein bisschen weit weg. So, ich gehe mal auf die 3. Dann gucken wir mal. Was macht der Bus hier Schönes? Er steht da einfach rum. Okay, da habe ich auch nichts dagegen von mir aus. Ja. B0. Kleinbrand. B0 Kleinbrand auf dem Feld hier. Da haben wir natürlich wieder das Problem. Wir kommen da wahrscheinlich nicht ganz so gut dran. Und was schicken wir dann da Schönes raus? Ich würde mal sagen, ein TLF und vielleicht noch ein LF oder HLF oder so. TLF würde ich gerne hier auf die Seite schicken. HLF würde ich gerne hier auf die Seite schicken. Gut. Ja, die nächsten Folgen geht es dann wieder ein bisschen ruhiger zu, dass man wieder ein bisschen mehr bei den Einsätzen zuschauen kann. Aber so, es wird mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen mehr Action haben. Ich brauche das mal wieder, dass ich mich hier so richtig austoben kann. So haben wir wenigstens Abwechslung drin. Wie sieht's aus? Polizei ist noch auf Einsatzanfahrt. Da unten fahren gerade Rettungswagen plus NEF. Die müssen wahrscheinlich wieder einen sehr großen Umweg fahren, um auf die Autobahn hier drauf zu kommen. Genau, die fahren hier hinten entlang. Verkehrsunfall mit LKW. Okay, Verkehrsunfall mit LKW. Wir wissen aber noch nichts Genaues. Das heißt, wir schicken auf jeden Fall erstmal die Polizei hier hin. Machen wir so erstmal die Straße dicht. Verkehrsunfall mit LKW würde ich sicherheitshalber auch schon mal ein HLF hinschicken. Und wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Verkehrsunfall mit LKW klingt hart. Rettungswagen plus Notarzt rollt auch mal. Und ich würde auch gleich nochmal einen weiteren Streifenwagen herschicken, damit wir schon mal hier komplett die Einfahrten eigentlich zu haben. Damit da keine weiteren Autos kommen. So, wie sieht's hier aus? Nicht gut. Hier brauchen wir den Notarzt, ganz klar. Hypertensive Krise. Kennen wir ja mittlerweile. Gut. Wie sieht's aus beim kleinen Brand? Ich habe die Feuerwehr gehört. Ich sehe sie nur gerade nicht. Okay, Verkehrsunfall mit LKW. Also es sieht tatsächlich schlimmer aus als gedacht. Ich schicke nochmal 3 Rettungswagen her und nochmal 2 NEFs. Gut. Da wissen wir aber schon mal, was hier Sache ist. Das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Okay, Feuerwehr kommt auch gerade an. Wo ist die Feuerwehr? Die Feuerwehr steht hier drüben. Wir fahren nochmal ein paar Meter vor, dass wir vielleicht beim Verteiler hier durch den Wald durch können. Gut, schauen wir dann. Schauen wir dann. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Hier auf der Autobahn kommt die Feuerwehr an. Wir stehen jetzt mitten auf der Spur. Ich wollte ein bisschen Abstand halten zu dem brennenden Fahrzeug. Das andere Fahrzeug kann sich so mal dahinter stellen. Hier schalten wir gerade mal die LED an, die Matrix hinten. Und machen erstmal eine Vollsperrung. Erstmal. Ich fahre ja auch nochmal ein paar Meter weiter nach hinten. Weil es ist doch ein bisschen nah dran. Ja, mit Achtung und so weiter. Ich wollte gerade nochmal durchgucken, was wir hier haben. Wir machen X. Genau.
Da wird jetzt fleißig gelöscht schon, das finde ich gut. Die Polizei steht hier auch schon mal. Wir können dann gleich noch eine gescheite Umleitungsstrecke einrichten, aber erstmal so, falls wir dann dazu kommen mit der Umleitung. Gut, bevor das hier auch schlimmer wird, machen wir jetzt mal so, dass wir einen Verteiler setzen und eine Wasserversorgung mal aufbauen. Und ich hätte den Verteiler gern irgendwo hier hinten. Gut. Mit dem TLF könnte man auch gerade mal eine Wasserversorgung aufbauen und dann schon mal löschen. Aber sollen erstmal Wasserversorgung aufbauen. Gut. Das haben wir soweit abgearbeitet. Notarzt kann direkt mal einsteigen. Der kann mitfahren. Und dann schauen wir jetzt mal hier, wie es aussieht. Genau. Feuer ist schon mal aus. Das ist schon mal eine wunderbare Sache. Ich würde hier jetzt schon mal eine Umleitungsstrecke einrichten. Dass, wenn das Feuerfahrzeug da vorne weg ist, wir die Fahrzeuge umleiten können und die Spur wieder freigeben können. So ist der Plan. So ist der Plan. Das heißt, wir würden dann hier hinten... Ich muss gerade wegen Mausrad drehen, ist gerade wieder ein bisschen schwierig. Also von hier würde ich die Fahrzeuge dann... Ups. Von hier würde ich die Fahrzeuge dann abfangen. Ich müsste auch jetzt unbedingt mal zu dem Verkehrsunfall springen, statt hier so eine Spielerei zu machen. Oh, das ist ein bisschen... Bisschen schräg gesetzt. Okay, dann hätten wir das schon mal für alle Fälle. Verkehrsunfall. TH1 Verkehrsunfall kam jetzt rein. HLF schicken wir vor, Rettungswagen und so weiter schicken wir erstmal hier hin. Polizei kümmere ich mich dann gleich auch drum. Wir müssen jetzt erstmal hier VU-LKW gucken. Da brennt es nämlich auch. Da brennt es nämlich auch. Und da müssen wir auch endlich mal nachgucken. Ich habe hier vielleicht auch ein bisschen wenig Feuerwehr hingeschickt. Beziehungsweise, ich wusste ja am Anfang noch nicht, wie es hier ausschaut. Jetzt wissen wir es aber. Gut, okay. Da haben wir doch gerade einiges am Laufen. Eine Person ist da drin, die schneiden wir sofort raus. Ja, und sobald das Fahrzeug hier weg ist, geben wir die linke Spur frei. Tun wir die Fahrzeuge hier in Schlangenlinien rüberschicken. So, Polizei. Polizei. Ja, hier ist natürlich schon ein wunderbarer Stau. Ich guck mal, dass ich die Polizei vielleicht noch davor quetschen kann zum Umleiten. So. Steigt mal alle aus. Steigt mal alle aus. Wir haben hier einen Hydranten, da gehen wir dran. Und wir schauen hier schon mal nach den verletzten Personen. Okay, eine Person haben wir rausgeschnitten, liegt jetzt hier mitten auf der Fahrbahn. Das ist natürlich nicht... ganz so gut. Ich hätte gern, dass ein Feuerwehrmann... Nehmen wir mal das Fahrzeug dafür, dann können die schon mal wegpacken. Oh, das ist jetzt wieder diese Stelle, die ich nicht so ganz mag an der Map, wo es so weit nach unten geht und die Kamera immer so hin und her springt. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Gut. So, okay. Ich wollte gerade noch mal was nachgucken. Ist hier schon ein Feuerwehrmann dabei, die Person zu retten? Ich habe das Gefühl, die Feuermänner finden keinen Weg dahin. Gut, dann machen wir es anders. Ich fahre mit dem Rettungswagen hier vor. Ich hoffe, dass der einen Weg dahin findet. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Gut, wir heben mal die Vollsperrung auf. Die schicken wir zurück. Und hier das Fahrzeug. Lassen wir jetzt endlich mal die Matrix einschalten. Und lassen dann anzeigen, dass die Spur geräumt werden soll. Okay, Feuer ist aus. Da sind zwei Personen drin. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Rettungswagen mehr. Außer in einem Fahrzeug ist eine Person weniger drin. Rennt jemand los? Jetzt. Okay. Hier haben wir noch ein weiteres Feuerwehrfahrzeug. Irgendwo hat es gepiepst. Die schicken wir jetzt auch endlich mal zurück. Feuerwehr trifft hier gerade ein. Sehr schön. So, erstmal Schnellangriff. Genau, da wollte ich gerade mal nachgucken, dass wir die Fahrzeuge schon mal zurückschicken. Damit wir die auf Lager haben. Achso. Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Beziehungsweise es geht noch nicht. So, der Einsatz ist abgearbeitet. Die fahren gerade zurück. Hier brauchen wir auf jeden Fall den Notarzt. Der steht hier hinten. Ich habe Angst, dass der jetzt sonst wohin läuft. Aber werden wir einfach mal ausprobieren. So. Hier bitte anzeigen. Rechte Spur räumen. Genau.
Rechte Spur wird angezeigt, dass die geräumt werden soll. Hier ist natürlich jetzt Schilderbrücke ist falsch, aber Polizeifahrzeug hier zeigt Schilder nach links oder Pfeilen nach links. Der Notarzt rennt eine komische Kurve. Ich hoffe, der findet dorthin. So, wir können mit der Polizei dann auch schon mal einen Abschleppwagen rufen. Dass wir den Einsatz auch bald fertig haben. Gut, okay. Er schaut da, er schaut da. Rettungswagen geht dorthin. Und dann mal gucken, wie viele Leute da jetzt noch insgesamt in den Fahrzeugen drin sind. So, da haben wir nochmal zwei Personen drin und nochmal eine Person. Das heißt, ich schicke nochmal einen Rettungswagen plus NEF nach. Ja, sicherheitshalber auch nochmal ein NEF mit dabei. Man weiß nie. Okay, du da, du da. Dann hier auf jeden Fall das und Notarzt dort. Okay. Das läuft. So, hier, die haben ein bisschen Wasser verloren, aber wir haben ja auch, glaube ich, keinen Hydranten in der Nähe. Doch, da, da drüben. Da können wir wenigstens den Fahrzeugtank wieder auffüllen. Ich steige jetzt hier mal mit der Polizei aus und dann gucken wir mal, gebrochener Arm. Dass wir die Zeugen hier schon mal befragen. Wir haben jetzt nochmal einen gebrochenen Arm reinbekommen. Der Einsatz ist nicht ganz so wichtig. Die Person wird recht sicher daran nicht versterben. Wobei, man kann sich bestimmt auch so blöd irgendwas brechen, dass man innere Blutung bekommt oder irgendeine Vene oder Arterie verletzt mit dem Knochensplittern oder was weiß ich, dass man bestimmt daran sterben kann. Kann ich mir schon vorstellen. Irgendwas, irgend sowas kann bestimmt passieren mit gebrochenen Knochen. Ganz klar. Okay, Abschlepper ist auf dem Weg. Die Feuerwehr können wir wegschicken. Die Umleitung funktioniert soweit. Bin ich ganz froh drum. Und hier sind wir auch gleich startklar. Sehr schön. So, aufnehmen. Notarzt kann dann auch in den Rettungswagen rein. Werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Im Rettungswagen innere Blutung. Jawohl, brauchen wir unbedingt. Dann können wir die Autobahn gleich freigeben. So, da sieht so aus, als würden manche Personen nicht mehr so ganz leben. Aber ich hoffe ja doch. Wir haben noch eine Person eingeklemmt. So, ich fange jetzt langsam mal an aufzuräumen. Der Rettungswagen hier hinten könnte vielleicht mal vorfahren, dass er nicht ganz so weit laufen muss dann. Müssen wir irgendwie Lecks abdichten oder so? Nö, glaube nicht. Okay, Notarzt benötigt. Wir haben hier noch einen. Beziehungsweise wir haben noch mehrere zur Verfügung. Wenn nötig, haben wir noch mehrere zur Verfügung. So, den bräuchte ich jetzt mal. An die Arbeit. Da ist eine Person drin. Fangen wir mal an rauszuschneiden. Dann gucken wir gerade mal ins nächste Fahrzeug rein. Die Zeugen haben wir befragt. Da können wir ins Krankenhaus. Gut, ich würde dann gleich anfangen, den Einsatzort zu räumen. Das läuft, das läuft, das läuft. Das müssten die sein, genau. Dann räume ich hier langsam mal mit der Feuerwehr ein bisschen auf. Wir brauchen hier noch einen weiteren Notarzt. Wir haben noch einen da. Ich glaube, einer kommt jetzt zu viel. Den können wir theoretisch abstellen. Den brauchen wir nicht mehr. So. Was sind wir hier? Für eine Verletzung, Polytrauma. Die fahren ohne Notarzt weg. Sehr schön. Vier Personen sind da drin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich habe zwei Rettungswagen hergeschickt. Wir haben insgesamt sechs. Ja, brauchen wir. Brauchen wir auf jeden Fall gleich noch mal ein bisschen was mehr. Ich will hier ihm erstmal jetzt beauftragen. So, erstens das. Zweitens, wir parken mal um. Sonst müssen die so weit laufen. So, wir brauchen also noch drei weitere Rettungswagen. Glaube ich. Ich verzähle mich da immer gerne, weil ich kann einfach nicht rechnen während Let's Playen. Geht einfach nicht. So. So, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen 5 Stück. Ich
ich mich jetzt nicht irre. Da liegt eine Person im Boden drin. Der braucht Notarztbegleitung. Okay, kommt. Ansonsten sind alle transportfähig, so wie es aussieht. Finde ich gut. Finde ich gut. Okay. Gebrochener Arm. Gucken wir gerade auch nochmal schnell danach. Wir brauchen da schon mal den ersten Notarzt. Ich habe hier nochmal einen mitgeschickt. Da hätten wir noch einen. Mal schauen, was so die Verletzungsmuster sagen. Wie schlimm es wirklich ist. Okay, Autobahn. Wird Zeit, dass wir die Autobahn räumen. So, Umleitung wurde aufgehoben. Warum da ein Auto hinter dem Polizeifahrzeug steht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die schicken wir auch weg. Ach, der Unfall, der andere ist direkt unter... Ich weiß nicht, warum mein Computer da manchmal so geil drauf ist. Wir haben hier den einen, als ist auf der Autobahn, der andere ist einfach direkt unten drunter. Ich weiß nicht, warum das immer so ist. Ich habe manche Folgen, da habe ich einmal den Grafikbug nach dem anderen. Ja, dann habe ich Folgen, da läuft es stundenlang ohne Grafikbug. Dann habe ich Folgen, da sind die Einsätze komplett weit auseinandergestreckt. Dann habe ich Einsätze, die sind einfach immer direkt nah beieinander, hintereinander. Das ist immer zu schön. Schön Abwechslung hier vorhanden. Gut. Da nehmen wir gerade die Person mal auf. Einmal die Person. Irgendwie lässt meine Stimme gerade nach. Das ist nicht so gut. Die können wegfahren, die können wegfahren, die können wegfahren, die können wegfahren. Eine Person haben wir noch da liegen. Die Abschlepper waren auch schon da, sehen wir gerade. Nur noch ein Fahrzeug, was abgeschleppt werden muss. Ansonsten sind wir hier wirklich eigentlich fertig. Wir können hier schon mal so teilweise wieder die Straße freigeben. Teilweise. Feuerwehr kann auch zusammenpacken. Der braucht einen Notarzt. Kommt schon, ist dabei. Der braucht auch einen Notarzt. Ist auch auf dem Weg. Der Abschlepper ist gerade da. Gucken wir jetzt gerade nochmal hier nach dem Einsatz. Da müssen wir nämlich immer noch Personen rausschnippeln. So, der kann wegfahren und der kann theoretisch wegfahren. Kümmern wir uns gerade mal hier rum, dass die Person hier auch noch wegkommt. Ja, noch eine weitere Person rausgeschnitten wird. So, gebrochener Arm ist aufgenommen. So, die können wegfahren. Was haben wir hier? Schleudertrauma, okay. Und hier haben wir Schockzustand. Gut, dann ist die Kreuzung an sich wieder freigegeben, sobald die hier weg sind. Der braucht einen Notarzt? Der braucht einen Notarzt, okay. Notfallsanitäter? Nee, ich brauche einen Notarzt. Ihn brauche ich. Gut. Da waren wir auch komplett mit durch, genau. Also den Einsatz auf der Autobahn haben wir komplett abgeschlossen. Polizeifahrzeuge haben wir auch alle weggeschickt. Okay, das sieht schon mal gut aus. Fahrzeuge sind alle leer. Somit ist die Feuerwehr, glaube ich, mit all ihren Aufgaben hier fertig, oder? Genau. Schön, dann können die zusammenpacken. Feierabend. Sehr schön. Die schicken wir jetzt auch los. Der Notarzt ist nämlich drin im Fahrzeug. Ich hätte noch zwei Notärzte theoretisch zur Verfügung. Die ich aber sehr wahrscheinlich hier nicht brauche. Aber schön, dass wir so viele Unfälle gerade hatten. Ich arbeite ja eigentlich die Unfälle immer total gerne ab. Gucken, was jetzt als nächstes kommt. Körperverletzung. Körperverletzung. Hier wird sich fleißig geprügelt.
Ist das nicht an der Schule? Ich weiß es nicht. Nee, Sporthalle. Sporthalle, Schule. Ich glaube, hier war auch eine Schule. Oder so, genau. Ich denke mal, wir werden da gleich noch einen Rettungswagen hinschicken müssen. Ich denke mal nicht, dass wir da so gut davon kommen. Dass wir die schnell genug festnehmen können. Nee, da liegt schon einer. Er rennt hier weiter besoffen durch die Gegend. Das ist natürlich auch nett. So, ich würde sagen, wir fahren mit dem Rettungswagen und mit dem Notarzt direkt mal hier aufs Gelände drauf. Während die Polizei hier langsam eintrifft, aber er wird hier die Polizei ein bisschen verarschen. Wir fahren einfach mal hier voll übers Schulgelände, fahren noch ein paar Kinderblatt dabei, dann haben wir uns gleich nochmal neue Arbeit geschafft. Genau, das erste Kind ist schon umgefahren worden und er prügelt sich mit dem nächsten. Aber wenigstens prügelt er sich nicht mit dem Kind, also muss man ihn hoch anrechnen, gibt bestimmt eine Strafminderung dadurch. Eieiei. Ja, ich musste gerade an das Video denken. Ich habe auf TikTok oder wo das war ein Video gesehen, als die Polizei durch eine Fußgängerzone, aber bestimmt mit 100 Sachen durchgerast, über Kreuzungen drüber geschossen und so weiter. Da muss man sich halt wirklich überlegen, ist der Polizist psychisch in der Lage, so einen Job zu machen oder nicht? Also das fand ich schon ein bisschen geisteskrank. Ich glaube, es war in Österreich oder so. Also von der Sirene her. Ich glaube, das Fahrzeug war auch, ich glaube, es war Österreich. Aber das ist schon mehr als geisteskrank. Du musst ja auch immer bedenken, bei Einsatzfahrten musst du ja auch so fahren, dass du keine anderen Leute quasi extrem gefährdest. Und das war mehr als gefährdend. Gerade auch die österreichische Sirene, die hat ja immer so einen kleinen Aussetzer drin. Ja, ist ja nicht wie die deutsche immer so hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Tatütata. Sondern bei denen ist es ja immer mit so einem kleinen paar Sekunden Aussetzer zwischendrin. Keine Ahnung. Da finde ich es noch riskanter, so durch die Gegend zu rasen. Aber naja. Okay, den Einsatz haben wir auch fertig. Den haben wir auch fertig. Die Polizei fährt gerade weg. Körperverletzungen sind wir auch angekommen. Ich schicke direkt mal den Notarzt dahin. Die Polizei ist schon weggefahren. Er ist immer noch in Prügellaune, ist aber niemand mehr da zum Prügeln. Und hier haben wir jetzt noch ein gebrochenes Bein. Gebrochenes Bein, man sieht es, Rettungsdienst rollt ganz fleißig durch die Gegend. Ich glaube, die Rettungswache 4 ist leer, oder? Ja, die ist wieder komplett leer. Finde ich mal cool. Und das Krankenhaus hier unten ist voll. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Gerade hier fertig im Krankenhaus, wird direkt wieder neu alarmiert und fährt wieder weiter. Oh. Das ist auch ein sehr ungünstiges Gebiet. Wir spielen auf Schlimm 7. Plus Atemschutzlogik an. Das ist echt ein ungünstiges Gebiet. Ich verteile meine Einsatzleiter wieder ein bisschen, damit ich hier schön die Luftversorgung überall habe. Boah, das ist echt ein fieses Gebiet. Weil da kannst du nirgendwo so gescheit parken, du kommst nirgendwo so richtig dran, hier kommst du auch nicht hoch. Du kommst eigentlich hier auch nur dran, wenn du die Treppen hochgehst, einen Verteiler dahin legst und halt mit DLKs. Ich kann mal gucken, ob ich mit einer DLK hier hinterfahren kann. Wahrscheinlich ist das andere Feuerfahrzeug aber jetzt früher da und dann komme ich da erst recht nicht mehr dran. Das ist echt eine miese Stelle. Das ist echt eine miese Stelle. Ach, hier oben könnte ich auch rein. Alles klar. Da habe ich gerade nicht gesehen gehabt. Da oben könnte ich auch rein. Ich kann hier über die Treppe. Ich kann hier über die Treppe. Da hinten ist halt nichts mehr mit Treppe. Ja gut. Weitere DLK würde ich einfach mal hier hinschicken. Gerätewagen Atemschutz. Ich habe meine ELWs ja so einigermaßen verteilt. Ich denke mal, wenn ich den hier parke, dann sollten die in... Na, wobei hier hinten wird es schwierig. Da hinten wird es schwierig. Na gut. So, Rettungswagen parke ich erstmal hier an der Stelle. Funkstreifenwagen können wir hier gerade mal die Spur dicht machen. Können auch mal hier dicht machen. So, gebrochenes Bein steht der Rettungswagen da. Hier. Was für eine Verletzung haben wir da? Würde mich mal interessieren. Polytrauma, okay. Wie sieht's aus? ELW ist da. Den würde ich, glaube ich, nochmal paar Meter weiter hier hinten hinstellen. Weil der hat eine große Reichweite. Ich parke den mal hier hinter. So, jetzt heißt es warten. Jetzt heißt es warten und hoffen, dass sich es nicht weiter ausbreitet hier auf die Gebäude, weil es ist wirklich schwer, hier da entlang zu fahren. Das ist wirklich schwer. B0, Kleinbrand. Oh. Da müsste ich eigentlich auch mal theoretisch mehr hinschicken. Wir spielen auf Schlimm 7 und diese Müllsäcke, wenn die brennen, du kriegst sie eigentlich so gut wie nicht gelöscht. Und ich muss noch
Hier hinten ist irgendwo ein Hydrant, glaube ich. Da müssen wir hier auch Wasserversorgung herstellen. Da hinten wäre auch noch einer. Gut, das ist am Atomkraftwerk. Da müssen wir nämlich sowieso ein bisschen aufpassen. Wenn es da brennt, dann richtig. Oh, die DLK ist früher da als das andere Fahrzeug. Ja, das ist perfekt. Dann kann das auch mal so stehen bleiben. Wenn es schon da reinfährt. Dann holt ihr da mal Wasser und ihr steigt auch mal alle aus. Ups, jetzt ist der schon ausgestiegen, weil wegen der DLK, der Maschinist, wollte schon raus. Mittleres Löschfahrzeug trifft gerade ein. So, mit denen müsste ich jetzt theoretisch einen Verteiler irgendwo hier oben hinlegen. Irgendwo nah an die Flammen dran. Wasser holen die sich mal dort. Die müssen dann auch mal aussteigen. Dorthin. Wir haben hier noch einen Hydranten, das mittlere Löschfahrzeug. Mal gucken, wir haben hier bestimmt noch irgendwo einen Hydrant liegen oder so. Eigentlich ist das Gebiet hier recht gut versorgt mit so Sachen. Können wir einen Verteiler bis da hinten hinlegen? Funktioniert das? Nee, ist zu weit weg. Gut, da sind wir schon dran. Notfalls müssen wir halt doppelt an einen Hydranten dran gehen, das geht ja auch. Ist halt nur die Gefahr, dass da irgendein Hydrant dann sagt, nö. Das wird nichts. Dass er dann kaputt ist. Wollen wir es nicht hoffen. Ist GWL, GW Atemschutz mittlerweile da? Nee. Kommt aber gerade angefahren. Ja, Kleinbrand ist mittlerweile schon der ganze Müll am Brennen. Polytrauma, war das mit Notarztbegleitung oder ohne? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. So, die DLK löscht. Die steht an einer guten Position, gefällt mir. Es ist schon mal gut. Ja, Problem ist nur gerade, er kommt da nicht an den Verteiler dran. Warum auch immer. Weitere DLK ist da, das Gebäude da ist auch am Brennen mittlerweile. Dann baut mal auf und holt euch dort mal Wasser. Ja, er hat den Verteiler jetzt da unten hingesetzt. Das war nicht so geplant, aber von mir aus soll er es machen. So. Atemluftversorgung. Geht bis ungefähr hier hin. Das heißt, das Fahrzeug hier müsste auch im Gebiet drinne stehen, aber irgendwie anscheinend nicht. Doch, Luft wird aufgefüllt. Alles klar. Dann haben wir da schon mal keine Probleme mehr. Da leuchten jetzt drei Stück. Ich werde jetzt hier oben gerade noch mal gucken. Dass wir da irgendwie noch ein paar Leute dran kriegen. Weil irgendwie, da haben wir einen Verteiler hingelegt, aber da schließt auch wieder hier keiner seinen Schlauch an. Okay, wie sieht's da aus? Ja, ich habe jetzt natürlich die ganzen Verteiler da hinten hingelegt, damit wir das von der Ausbreitung da ein bisschen stoppen können. Aber vielleicht hier die Truppe, wenn ich die da hinschicke und er ja auch endlich mal seinen Schlauch da anschließen würde, dann könnte man theoretisch hier nochmal ein paar Leute verteilen. Okay, da rennen auch jetzt ein paar mit dem Schlauch durch die Gegend. Ich hätte ja noch ein Fahrzeug frei hier. Übrigens, der Hydrant hier hat es durchgehalten, dass da zwei Schläuche angeschlossen sind. Finde ich gut. So, ich mach dann auch mal Einsatzstopp rein. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ja, die Zeit rast, wenn man so im Stress ist. Kleinbrand, genau. Da müssen wir uns jetzt auch unbedingt drum kümmern. Problem ist nur, dass wir hier jetzt aktuell keinen Gerätewagen-Atemschutz haben. Ach, da ist ja auch noch ein Hydrant, stimmt. Gut, dann haben wir da weniger Probleme. Mit ihm kommen wir hier wahrscheinlich da hinten dran, genau. So, Verteiler dorthin. Da würde ich sagen, die haben jetzt keinen Atemschutz an. Ich würde die
da mal platzieren. Ich glaube hier, diese Kleinbrände, die tun den Feuerwehrleuten nicht ganz so dolle weh. Sagen wir es mal so, das ist nicht ganz so doll mit der Hitzeentwicklung wahrscheinlich. Ich muss halt die Atemluft im Auge behalten. Aber das kriegen wir hin. Ich könnte den Abrollbehälter hinschicken, aber ich finde es ein bisschen übertrieben für einen Kleinbrand, da jetzt einen Gerätewagen bzw. Abrollbehälter, Atemschutz dahin zu schicken. Ja, oh, er findet wieder den Anschluss nicht. Ja, wir kriegen es aber irgendwie nicht so wirklich unter Kontrolle. Mittlerweile brennt auch das Kiosk Snyder. Haben wir hier wieder. Wenn wir einen TLF noch hierher schicken, das könnte man... Ich glaube, wir schicken noch einen TLF hin. Das könnte man hier irgendwo parken. Wir hätten hier noch einen Hydranten. Dünn, dünn. Alarm. Brandstedt. Hauptfeuerwache. Ja, da rückt's aus. Genau, da muss doch der Notarzt noch mitfahren. Bleiben wir gerade mal hier. Auf die paar Sekunden kommt es jetzt nicht drauf an, das kriegen wir hin. Machen wir den anderen Bränden, die Feuerwehr ist ja dabei, alles aufzubauen. So, abgeschlossen. Gut, jetzt gucken wir gerade mal hier am Atomkraftwerk. Da, wie gesagt, müssen wir halt die Atemluft im Auge behalten. Aber das Feuer löscht sich eigentlich recht gut ab. Hier haben wir so ein bisschen mehr das Problem. Aber wenn das TLF jetzt gleich noch da ist und wir das anschließen hier und dann von Weitem noch da drauf löschen, das sollte eigentlich funktionieren. Dann kriegen wir das hier hinten vielleicht auch unter Kontrolle. Die DLK macht gerade leider nichts. Die tun wir jetzt gerade mal umpositionieren. Die DLK steht im Gebäude drin. Keine Ahnung, wo die ist. Die steht da drin. Macht nichts. Von mir aus. Jetzt haben wir es aber, glaube ich, auch unter Kontrolle. Das hier auch. Was macht die Atemluft? Ah. Ja. Ist aber noch okay. Also ich glaube, das schaffen wir. So, da brennt noch ein Gebäude. Wenige Sekunden. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist aus. Geschafft. Alles geschafft. Jawohl. Ja, war ein bisschen knackig die Folge, aber wir haben es geschafft. Hat mal wieder Spaß gemacht, sich hier so ein bisschen zu stressen. Okay, die fahren schon weg. Der fährt auch schon weg. Der packt auch zusammen. Das schicken wir noch zurück. Das auch, das auch, das auch. Ja, war auf jeden Fall mal wieder sehr spaßig, mal wieder so ein bisschen gestresst hier zu spielen. Ist natürlich ein ganz schön heftige Springerei hier dann die ganze Zeit. Aber ab und zu, glaube ich, mal ganz cool. Die nächste Folge wird wieder ein bisschen gechillter. Da können wir wieder ein bisschen mehr bei den Einsätzen zuschauen. Aber ja, ab und zu muss mal so ein bisschen Chaos hier sein. Na gut, dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.